Wenn euch am Schluss das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach einen Gefällt mir-Button, Glocke betätigen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das geht, nicht? Dankeschön. Seit 15 Jahren habe ich das Nummernschild, melde das immer im Sommer ab, im Winter wieder an. Kein Problem, lasst das reservieren beim Landratsamt. Und diesmal wurde mir gesagt, das bekomme ich nicht wieder. Das verstehe ich überhaupt nicht. Dabei ist es doch extrem einfach zu verstehen, wer hier recht hat. 28 ist es. Warum? Moment, das ist die 28. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht mehr, was genau die 28 heißt. Könnten wir recherchieren und nachgucken? Oh ja, gucken Sie doch mal. Jetzt sind wir da. Die 28 steht auf Deutsch für Blut und Ehre. Und Blut und Ehre ist eine verbotene rechtsextremistische Organisation. Und was hat die 28 damit zu tun? Fragen Sie mich bitte nicht. Es ist einfach so. Genau, das ist einfach so. So nämlich, die 2 steht für das B im Alphabet. Die 8 für das H ergibt B und H steht für Blood and Honor, Blut und Ehre. Mal richtig auf Deutsch gesagt. Wie finden Sie das? Scheiße. Sollte man nicht sagen, ne? Nee. Doch, sollte man. Nur nicht. Die 14, die 18, die 28 und die 88. Und also alles mit 8, 8 und 4. Und warum jetzt die 14? Schon gut. 11, 23, 6 KWF. Keine weiteren Fragen. Eine Bande von Idioten! Ich esse gerne Fisch, Lachsfisch und Spinat und Fisch, andere Fisch, vegetarische Gerichte. Welcome the fake news media, which is back there. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich am Montag gegen Covid-19 impfen lassen. Das Zeug am Kotti bleibt billiger. Ich kenne den Dealer schon lange. Jetzt bleibe ich auch bei dem. Der Club interessiert mich nicht. Im Bundeswehrkrankenhaus erhielt er einen Impfstoff, der gegen neue Virusvarianten angepasst wurde. Du hast vielleicht auch irgendwoher schon mal das Wort Placebo gehört. Es ist also komplett fake. Lauterbach verband dies mit dem Aufruf an alle, die zu einer sogenannten Risikogruppe zählen, sich ebenfalls impfen zu lassen. Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren kann die Krankheit so verlaufen, dass auch schwerere Verläufe möglich sind. Und es können auch weiterhin bleibende Schäden entstehen, zum Beispiel Long-Covid. Dieses Risiko sollten wir senken, indem diejenigen, die den Impfstoff von der STIKO empfohlen bekommen. Das war ein Befehl! Die über 60-Jährigen, diejenigen mit Begleiterkrankungen, mit Risikofaktoren sich auch impfen lassen. Seit Montag soll das Vakzin der Hersteller BioNTech Pfizer in den Arztpraxen zur Verfügung stehen. Insgesamt, glaube ich, werden wir in diesem Herbst wieder sehr viele Fälle einer Corona-Infektion haben. Aber wir sind sehr viel besser vorbereitet. Zum einen monitorieren wir sehr viel klarer das Infektionsgeschehen. Zum zweiten, wir haben eine breite Immunität in der Bevölkerung. Somit also werden wir das im Griff haben. Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen. Der kommissarische Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, sagte, in den vergangenen Wochen habe die Zahl der Corona-Infektionen wieder zugenommen, befinde sich aber noch auf einem niedrigen Niveau. Der sogenannte Pandemieradar gibt das Bild aber nur noch sehr eingeschränkt wieder, weil dort nur positive PCR-Tests erfasst werden. Die meisten Infizierten lassen sich damit aber gar nicht mehr testen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz sei heute nicht mehr so wichtig, sagte Schade. Die Zahl der Arztbesuche und Einlieferungen in Krankenhäuser von Patienten mit einer Infektion stieg allerdings wieder. Auch Covid-19-Todesfälle nehmen wieder deutlich zu. Lügenpresse! 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 Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende, Frau Wilschei hat darauf verwiesen, dass es ein prominentes Beispiel dafür gibt, dass die WHO Versäumnisse sich erlaubt hat, die einfach nicht sein dürfen. Wenn der WHO-Generaldirektor eine Pandemie ausruft, führt es nach den gegenwärtigen Plänen dazu, dass binnen 100 Tage ein Impfstoff entwickelt werden soll, insbesondere ein mRNA-Impfstoff. Jetzt hat aber ein Forscherteam in den USA herausgefunden, dass dieser Impfstoff hochgradig mit DNA verunreinigt ist.
Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Wir haben Untersuchungen machen lassen in Deutschland mit deutschen Chargen, 5 Stück, von einem renommierten Labor in Magdeburg von Frau Professor König. Der Grenzwert für DNA, die in parenteralen Arzneimitteln enthalten sein darf, ist 10 Nanogramm. Gefunden wurden 2835 Nanogramm, 2334 Nanogramm, 1014 Nanogramm, 3540 Nanogramm und 834 Nanogramm. Das sind gigantische Überschreitungen von einem Grenzwert für ein wirklich sehr bedenkliches Arzneimittel. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Und dieses Arzneimittel wird nach Daten, die australische Zulassungsbehörde veröffentlicht hat, im ganzen Körper verteilt, unter anderem in die Eierstöcke. Und Frau Vorsitzende, ich möchte gerne an Sie appellieren, was Sie Ihren geimpften Mitbürgerinnen mitteilen, die noch gebärfähig sind oder erst gebärfähig werden, wie damit umgegangen wird, dass DNA in die Eierstöcke der geimpften Frauen letztendlich injiziert wird. Und wir haben Beweise vorbereitet, die wir gerne an Sie ausgeteilt hätten. Das wurde uns von der Vorsitzenden untersagt. Wenn jemand die Beweise sehen will, kann er das auf meiner Website tun, www.genimpfstoffe.de. Wenn Christine Hoppe ihr Impfbuch durchschaut, denkt sie: Was ich doch für ein ordentlicher Mensch bin. Dass ich regelmäßig immer zur Impfung gehe. Und dass ich nichts auslasse. Yes! Und das soll auch so bleiben. Anfang der Woche sieht sie im Fernsehen, es geht los mit dem neuen angepassten Impfstoff. Am nächsten Tag geht die 71-Jährige direkt zu ihrem Hausarzt hier in den Gropius-Passagen. Doch anstatt einer Impfung bekommt sie diese Antwort. Corona machen wir dieses Jahr nicht. Auf die Antwort war ich einfach nicht vorbereitet. Denn es ist ihr wichtig, sich impfen zu lassen. Bin ich auch schwer krank gewesen. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung, und von der ich mich immer noch nicht so hundertprozentig erholt habe. Kein Impftermin. Mit diesem Problem ist Christine Hoppe nicht alleine. Wir bekommen in den letzten Tagen viele Nachrichten von Zuschauern aus der ganzen Stadt, hier aus Wilmersdorf. Mit großem Erstaunen habe ich heute erfahren, dass meine Hausarztpraxis die Auffrischimpfung verweigert. Oder hier aus Köpenick. Auch die Praxis meiner Hausärztin reiht sich in die Reihe der impfunwilligen Ärzte ein. Woran liegt das? Es ist der Hot-Summer-Effekt, also letzten Endes der Klimawandel. Ein Grund, der hohe Verwaltungsaufwand bei den Corona-Impfungen. Denn auch den neuen angepassten Impfstoff gibt es nicht als Einzelimpfstoff. Das bedeutet einen hohen organisatorischen Aufwand. Er muss also wieder 5, 6 Patienten einbestellen. Und davor scheuen sicherlich auch einige zurück. Nach Information des Hausärzteverbandes haben deswegen bislang nur 10-20% der Praxen, die in der Pandemie geimpft haben, jetzt auch den neuen Corona-Impfstoff angefordert. Ich denke, es geht jetzt erstmal alles los. Der neue Impfstoff ist eigentlich erst seit letzter Woche wirklich auf dem Markt und kann bestellt werden. Die Regelung, wie das Ganze jetzt zu passieren hat, wie das gemeldet wird, wie es bezahlt wird, das sind Dinge, die jetzt erst in den letzten Stunden, wenn Sie so wollen, sich entschieden haben. Und am Ende haben sich dann doch immer genügend Praxen beteiligt, sagt zumindest die Kassenärztliche Vereinigung. Christine Hoppe möchte ihre Impfung aber am liebsten zeitnah. Ich bin nicht jemand, der sich in die Ecke setzt und weint. Also Telefon in die Hand und los. Willkommen beim Patientenservice 1611 Siegen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Nächste Strophe. Hoppe, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Ich wollte mich gegen Corona impfen lassen. Jetzt war ich bei meinem Hausarzt und der sagte mir, das macht er nicht. Dann war ich bei meinem Orthopäden, der sagte auch, das macht er nicht mehr. Impfzentren gibt es ja nicht mehr. Ja, wo lasse ich mich denn jetzt impfen? Die Antwort fragen Sie Ihren Hausarzt, wenn dieser nicht impft, ob er nicht jemanden kennt. Das ist zurzeit die einzige Möglichkeit, denn eine Übersicht, wer die neue Impfung anbietet, gibt es nicht. Diese bekackten Amateure. Breakthroughs, the population growth in the country goes down. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But did you come to reproductive issues as an intellectual? When I was growing up, my parents were always involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood. Do you believe there is such a thing as sin? I think the greatest sin in the world is bringing children into the world. The most merciful thing that the large family does to one of its infant members is to kill it.
Ja, das stimmt. Ich habe ungern mich mit diesen Hilfsfragen beschäftigt. Das ist an sich gegen den gesunden Menschenverstand, dass man, wenn man impft, man die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen? Gefixt mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Und dann habe ich losgelegt. Das war 2001, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und dann haben wir in großem Stil im Gesundheitswesen vor allen Dingen Impfstoffe gefördert. Die muss man nicht mehr in die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, das in 95% der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben. Authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. And thank God for vaccination. Das ist auch was, wovon wir lernen können hier in Deutschland, in unserem Gesundheitswesen. It needs to be a win-win partnership for all parties involved, most importantly the developing country that we're working with itself, but very importantly for the private sector. It needs to be seen as not just CSR, but a sustainable market-driven model for them. Part and parcel of that is certainly something that Health Tech has done again and that we're looking to do more and more of around demand and market projections. Again, creating a product is one thing. You've got to make sure that the market is there and you've got to make sure that folks are there to buy it and that the demand is there. Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe des 35. Präsidenten der USA, Rechtsanwalt und Autor. Er veröffentlichte am 13. April 2020 folgende Aussagen. Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigte, dass der populäre DTP-Impfstoff der Weltgesundheitsorganisation mehr afrikanische Kinder tötet als die Krankheiten, die er verhindert. DTP-geimpfte Mädchen starben 10-mal häufiger als Kinder, die den Impfstoff noch nicht erhalten hatten. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich geweigert, den tödlichen Impfstoff zurückzurufen, den sie jährlich mehreren 10 Millionen afrikanischen Kindern aufzwingt. Im Jahr 2010 sagte Gates der Weltgesundheitsorganisation 10 Milliarden Dollar zu und sagte, wir müssen dies zum Jahrzehnt der Impfstoffe machen. Einen Monat später sagte Gates bei einer Rede, dass neue Impfstoffe die Bevölkerung reduzieren könnten. Im Jahr 2014 beschuldigte Kenias katholische Ärztevereinigung die Weltgesundheitsorganisation, Millionen kenianischer Frauen mit einer Tetanus-Impfstoffkampagne unfreiwillig chemisch zu sterilisieren. Unabhängige Labore fanden in jedem getesteten Impfstoff eine Sterilitätskomponente. Nachdem sie die Anschuldigungen zurückgewiesen hatte, gab die Weltgesundheitsorganisation schlussendlich zu, dass sie die Sterilitätsimpfstoffe seit über einem Jahrzehnt entwickelt hatte. Ähnliche Anschuldigungen kamen aus Tansania, Nicaragua, Mexiko und von den Philippinen. Seinen Anteil von 450 Millionen Dollar an 1,2 Milliarden Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung versprechend übernahm er die Kontrolle über Indiens National Technical Advisory Group on Immunisation, die bis zu 50 Gaben von Polio-Impfstoffen durch sich überschneidende Immunisierungsprogramme für Kinder vor dem 5. Lebensjahr verordnete. Indische Ärzte geben der Gates-Kampagne die Schuld an einer verheerenden, nicht durch Polio verursachten Epidemie der akuten Schlaffenlähmung, die zwischen 2000 und 2017 490.000 Kinder über die erwarteten Quoten hinaus gelähmt hat. Im Jahr 2017 lehnte die indische Regierung Gates' Impfprogramm ab und forderte Gates und seine Impfpolitik auf, Indien zu verlassen. Im Jahr 2017 gab die Weltgesundheitsorganisation widerwillig zu, dass es sich bei der weltweiten Explosion der Kinderlähmung überwiegend um Impfstämme handelt. Die erschreckendsten Epidemien im Kongo, in Afghanistan und auf den Philippinen stehen alle im Zusammenhang mit Impfstoffen. Tatsächlich waren bis 2018 70% der weltweiten Poliofälle durch Impfstämme verursacht. Im Jahr 2014 finanzierte die Gates Foundation Tests von experimentellen HPV-Impfstoffen, die von GlaxoSmithKline und Merck entwickelt wurden, an 23.000 jungen Mädchen in abgelegenen indischen Provinzen. Ungefähr 1200 litten unter schweren Nebenwirkungen, darunter Autoimmun- und Fruchtbarkeitsstörungen. 7 starben. Untersuchungen der indischen Regierung werfen den von Gates finanzierten Forschern weitreichende ethische Verstöße vor. Druck auf wehrlose Mädchen aus den Dörfern, Drangsalierung der Eltern, Fälschung von Einverständniserklärungen und Verweigerung der medizinischen Versorgung der geschädigten Mädchen.
Der Fall befindet sich jetzt vor dem obersten Gerichtshof des Landes. Im Jahr 2010 finanzierte die Gates-Stiftung eine Phase-3-Studie des experimentellen Malaria-Impfstoffs von GlaxoSmithKline, bei der 151 afrikanische Kleinkinder starben und 1048 der 5949 Kinder schwerwiegende unerwünschte Wirkungen wie Lähmung, Krampfanfälle und Fieberkrämpfe erlitten haben. Während der MinAfriVac-Kampagne 2002 von Gates in Afrika südlich der Sahara haben die Mitarbeiter von Gates tausende afrikanische Kinder gewaltsam gegen Meningitis geimpft. Ungefähr 50 der 500 geimpften Kinder entwickelten eine Lähmung. Südafrikanische Zeitungen beschwerten sich. Wir sind Versuchskaninchen für die Pharmaproduzenten. Nelson Mandelas ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler Professor Patrick Bond beschreibt Gates philanthropische Praktiken als rücksichtslos und unmoralisch. Befürworter der öffentlichen Gesundheit auf der ganzen Welt werfen Gates vor, die Agenda der Weltgesundheitsorganisation von den Projekten wegzulenken, die nachweislich zur Eindämmung von Infektionskrankheiten beitragen. Sauberes Wasser, Hygiene, Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung. Sie sagen, er habe Mittel der Organisation SEC entfremdet, um seiner persönlichen Philosophie zu dienen. Gates setzt seine Philanthropie nicht nur zur Steuerung von Weltgesundheitsorganisationen, UNICEF, Gavi und BES ein, sondern finanziert auch ein privates Pharmaunternehmen, das Impfstoffe herstellt, und spendet darüber hinaus 50 Millionen Dollar an 12 Pharmaunternehmen, um die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs zu beschleunigen. In seinen jüngsten Medienauftritten zeigte sich Gates zuversichtlich, dass die Covid-19-Krise ihm nun die Möglichkeit gibt, seine diktatorischen Impfprogramme amerikanischen Kindern aufzuzwingen. Für Bill Gates sind Impfstoffe eine philanthropische Strategie, die seine vielen Geschäfte im Zusammenhang mit Impfstoffen, einschließlich Microsofts Bestreben, ein globales Impf-ID-Unternehmen zu steuern, nährt und ihm diktatorische Kontrolle der globalen Gesundheitspolitik ermöglicht. Pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du! Korruptionsskandal erschüttert Polen und das nur wenige Wochen vor den Wahlen dort. Teile der PiS-Regierung sollen gegen Geld über 350.000 Migranten in die EU geholt haben. Viele von ihnen wurden nach Deutschland durchgewunken. Pro Visum wurden wohl bis zu 40.000 Euro kassiert. Im Zentrum der Ermittlungen stehen Außenminister Rau und sein Stellvertreter Waschek, der wohl einen Selbstmordversuch unternommen haben soll. Die PiS-Partei fährt ja immer wieder Antimigrationskampagnen. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass sich die polnische Regierung selbst als Schleuser von Migranten nach Europa bittet. Hilfe, ein Asylheer überrennt Lampedusa. Die Insel kann dem Migrationsdruck nicht standhalten. Massenweise sickern fremde junge Männer ein. Und es ist klar, wohin deren Reise am Ende geht. Sie kommen nach Deutschland. Flüchtlinge auch als eine Chance verstehen. Gegenwärtig fluten um die 5000 Migranten die kleine Mittelmeerinsel jeden Tag. Und die kommen nicht, weil das im Süden Italien, weil sie da heimisch werden wollen, sondern die wollen zu uns. Wenn 120 Boote zur gleichen Zeit auf Lampedusa ankommen, dann ist dies kein einzelner Vorfall, sondern dann ist es ein Kriegsakt. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Angriff. Ein Angriff auf die Sicherheit, auf die Gesellschaft Italiens und Europas. Und es ist natürlich eine hochkriminelle, scheinbar gut organisierte, stark finanzierte Angelegenheit einer mehreren Schleuser- und Schlepperbanden. Und deswegen ist die Frage, ob das Ganze nicht gewollt ist. Soll Europa, Deutschland vor allem natürlich, in einem riesen Crash enden? Ist das wirklich eine Art Krieg gegen Europa über diesen Umweg illegale Masseneinwanderung? Robert Fahle jetzt als fraktionsloser Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik ist ja von Herrn Scholz vorgeschlagen worden. Die CDU hat das aufgegriffen. Aber was die CDU vorgelegt hat, wird keine Änderung in der Substanz bringen, weil es weichgespült ist und klare Forderungen dort auch nicht enthalten sind. Schätzungsweise 80 Milliarden Euro jährlich kostet die bis heute fortdauernde Grenzöffnung. Das ist das Geld, was uns an jeder Ecke im Haushalt fehlt, was uns bei allen sozialen Forderungen und Problemen fehlt in unserem Land. Bei der Union gilt, dass man sich auf das Wort von Merkel fokussiert hat. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch nach den Wahlen gilt. Wer hat die Grenzen geöffnet und das Recht gebrochen? Das war Frau Merkel und die Union. Wer hat den UN-Migrationspakt ausgehandelt und im Bundestag beschlossen? Das war Frau Merkel und die Union. Und wenn die Grünen jetzt auch noch angeblich schnellere Abschiebungen fordern, zeigt das nur, dass das Schmierentheater der Altparteien wirklich komplett geworden ist. Wissen Sie, was ich langsam meine im Fazit dieser Diskussion? 5000 Migranten werden von 12 Schiffen, die NGOs aufsammeln, und zwar die unterstützt werden mit deutschen Steuergeldern, die nämlich 2 Millionen zum Beispiel an eine solche NGO-Organisation weitergibt, Frau Baerbock, die werden dort aufgesammelt, jeden Tag angeliefert in Lampedusa und kommen dann nach Deutschland und dann quellen bei uns die Lager über. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Sie haben keine Empathie für das deutsche Volk. Sie haben nur Empathie für andere Leute, die hier Unterschlupf suchen. Aber Sie kümmert überhaupt nicht, dass bei uns Leute Flaschenpfand sammeln, dass Messerstechereien stattfinden, dass die Bevölkerung in Aufruhr ist. Sie regieren mit über 80% Ablehnung gegen unser Volk. Stellen Sie diese sukzessive Deutschlandzerstörung endlich ab. Machen Sie mal was Richtiges, nämlich für unsere Bevölkerung, und erinnern Sie sich an den Spruch, der über diesem Reichstag steht. Dem deutschen Volke sind Sie verpflichtet, aber nicht Ihrer falschen Migrationspolitik und Ihrer schrittweisen Zerstörung dieses Landes. Danke. Hier hat dieses völkische Gedankengut keinen Platz. Politiker machen Gesetze, CEOs machen Gewinne. Doch das ändert sich jetzt alles.
Die Zukunft passiert nicht einfach so. Die Zukunft wird von uns gestaltet. Ja, bitte. Was hat die Bundesrepublik gezwungen, nach Afghanistan Soldaten zu schicken? Ganz einfach. Sie werden sich erinnern, im September 2001, was geschehen ist. Und in Afghanistan gab es aus Afghanistan ausgehend, in Verknüpfung mit Hamburg und anderen Regionen und Städten dieser Erde, gab es einen Angriff auf das World Trade Center. Das war der Anfangspunkt. Und seither... Das ist die große Lüge. Da will ich erstmal scharf werden. Aber es hat bisher keinen einzigen Afghanen gegeben, der ein internationales Attentat gemacht hat. Dieses Attentat war ein saudisches Attentat. Das haben nur Saudis dann teilgenommen. Die Leute sind auch nicht in Afghanistan ausgebildet worden. Die Pilotenausbildung, die entscheidende, haben in Amerika bekommen. Es ist doch alles gelogen, was dort gewesen ist. Eine Schöpfung der Amerikaner gewesen, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Aber dann hat ja der ganze Weltsicherheitsrat gelogen. Ja, tut er doch dauernd. Durch eine mächtige Gemeinschaft wie Sie hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, um den Zustand der Welt zu verbessern. Es gibt eine wachsende Bewegung, die Unternehmen, Regierungen und globale Institutionen zusammenbringen will. Ihr Ziel ist es, sich mit Themen wie Klimawandel, Rassismus, Ungleichheit und Waffenkontrolle zu befassen. Diese Bewegung nennt sich ESG. Wie funktioniert sie? Und wie wird sie unser Leben verändern? Bändigen wir die Wall Street nach unserem Willen? Oder sind wir diejenigen, die manipuliert werden? Man muss Verhalten erzwingen. Und bei BlackRock erzwingen wir Verhalten. Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Die Frage, die sich für mich stellt im Zusammenhang, sagen wir, ein Netz von globalen Eliten, die Pläne verfolgen. Die haben ja Tausende, vielleicht Hunderttausende Handlanger, von Regierungen angefangen bis zu den Klimaklebern. Und da unterstelle ich noch, die machen das wirklich aus Idealismus, die Klimakleber. Was muss in einem österreichischen oder deutschen Minister vorgehen, dass der das Geschäft dieser globalen Eliten vorantreibt? Hat er jeden Bezug zum eigenen Volk, zu den eigenen Leuten verloren, Ihrer Meinung nach? Sind die in einem Dilemma? Wie interpretieren Sie das? Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind. Ich glaube schon, dass er den Bezug komplett verloren hat und diese Leute leben in einer Blase. Wie Herr Dr. Tusk gesagt hat, auf den Konferenzen, da gibt es dann die Delegierten oder die Ministerkonferenzen und die würden ja ihr Gesicht verlieren. Also man muss da schon mitmachen, sonst kriegt man ja eine am Deckel von irgendjemandem. Und ich kenne das von früher, als ich im Bundeskanzleramt gearbeitet habe und bei den EU-Konferenzen dabei war. Da gab es, ein Blick hat schon genügt, um hier Disziplin hervorzurufen oder ein blödes Wort von jemandem. Das hat dann einfach so unangenehm berührt, also hat man versucht, das Ganze wieder auf Linie zu bringen. Der Druck kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von diesen Blasen, wo diese Leute sich bewegen. Denen sind die Österreicher oder Deutschen vollkommen egal. Denn dann schlägt für uns die Stunde der Wahrheit. Und das sollte jedem auch klar sein, der sich jetzt über diese Umfragen freut. Das wird ein Höllenritt. Das wird ein Höllenritt. Man wird alle Hebel in Bewegung setzen, um uns wieder loszuwerden. Aber wenn wir das tun, was uns so weit gebracht hat, nämlich Seite an Seite mit der Bevölkerung Schritt für Schritt die Dinge durchgehen, Unsinnigkeiten abstellen, die Hinwendung zum Volk und die Abwendung von falschen Propheten, dann glaube ich, dann können wir alles das, was negativ läuft, umdrehen. Wir kritisieren permanent, also unsere Regierung kritisiert permanent repressive Regimes. So, und man bedient sich des Instrumentariums eines miesen kleinen Spitzelstaates. So, die DDR hatte die Stasi. Die Stasi hat was gemacht? Sie hat linksgerichtete Terroristen wie Baader beispielsweise im Osten ausgebildet, wie man im Westen Menschen umbringt. So, und sie haben das Spitzelsystem wirklich bis in die kleinsten Verästelungen in die Gesellschaft haben sie manifestiert. Und was macht denn hier die Bundesrepublik mit so einer Spitzelinstitution? Das muss man sich mal vorstellen, dass da irgendwelche schmierigen Beamten, ich möchte es genau so sagen, weil ich genau so etwas von solchen miesen Spitzeln denke, nichts anderes zu tun haben, als meine Telefonate abzuhören. Moment mal, ruf mal an, der muss weg. Jetzt reicht's! Meine Korrespondenzen zu lesen, wirklich in das Innerste meiner privaten Gespräche mit meinen Eltern, mit Freunden, mit meiner Lebensgefährtin, wo wir über unsere Kinder reden, dass die dort eingreifen können, dass dieser kleine, miese Spitzelapparat dort überall drin ist. Sowas gehört verboten, das ist verfassungswidrig. Verschwörungstheoretiker.
diese Aktivisten sind Terroristen, ja, und der Staat schützt sie. Und jetzt haben die Klimakleber auch noch eines unserer Nationaldenkmäler besudelt, das Brandenburger Tor. Alle 6 Säulen sind mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. 2.860 Verfahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt's. Nur 3 Klimakleber sind zu 5, 4 und 3 Monaten Haftstrafe verurteilt worden. Und normalerweise gibt's auch eher kleinere Geldstrafen. Und ich meine, die schlimmste waren 2.000 Euro. Geldsegen für die Klimaprotestgruppe Letzte Generation. Innerhalb kürzester Zeit sind auf der Spendenplattform GoFundMe rund 165.000 Euro zusammengekommen. Und es könnte noch viel mehr drin sein. Yes! Laut einer Pressemitteilung der Gruppierung sei das ursprüngliche Spendenziel von 100.000 Euro nun auf 200.000 Euro erhöht worden. Zudem hatte Unternehmer Peter Denk aus Baden-Württemberg angekündigt, sämtliche Spenden, die bis Ablauf der Aktion zusammenkommen, zu verdoppeln, zumindest bis die Summe von 200.000 Euro erreicht ist. Damit könnten der Letzten Generation schon bald 400.000 Euro winken. Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten erläuterte Denk seine Beweggründe. Eigentlich finde ich das Festkleben auf Straßen nicht gut, allerdings wurde bisher jede andere Form von Dialog und Protest von unserer Regierung ignoriert. Die Letzte Generation kündigte derweil heftige Proteste für die kommenden Wochen an, unter anderem in München und Berlin. Und hier eine Übersicht zu folgenden Themen in dieser Sendung. Mobilisierungswelle in der Ukraine. Alle Männer sind betroffen. Polen und Litauen bereiten eine Invasion in der Ukraine vor. Und militärischer Lagebericht mit Stand vom 27.08.2023. Soweit die Übersicht. Kiew plant, die Hauptkampfhandlungen auf 2024 zu verschieben und im Frühjahr eine neue Gegenoffensive zu starten. Sie glauben, dass die neue Gegenoffensive dann erfolgreich sei als die jetzige. Es bleibt nur noch, neue Soldaten für die neue Gegenoffensive zu rekrutieren und gepanzerte Fahrzeuge und Waffen aus dem Westen zu erhalten. Eine neue Mobilisierungswelle wird also die Ukraine überrollen und alle verbliebenen Männer in die Streitkräfte der Ukraine aufnehmen. Nach den Plänen Kiews müssen bis zum Frühjahr 2024 200.000 bis zu 300.000 neue Männer rekrutiert, ausgebildet und neue Angriffsbrigaden gebildet werden. Und die Pläne des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine in diese Richtung sind grandios. Bis Ende diesen Jahres sollen 10 neue Brigaden geschaffen werden, und zwar nicht einfache, sondern mechanisierte. Wie ukrainische Quellen schreiben, hofft Kiew in Sachen Mobilisierung auf neue Militärkommissare, die aus an der Front verwundeten Kampfoffizieren rekrutiert werden. Sie müssen den Zustrom neuer Mobilisierter in die ukrainische Armee also sicherstellen. Derzeit wird die ukrainische Gesetzgebung hierfür vorbereitet. Insbesondere wird vorgeschlagen, alle ausgestellten Wehrunfähigkeitsbescheinigungen zu annullieren und die gesamte männliche Bevölkerung in wehrfähigem Alter erneut durch medizinische Kommissionen zu treiben. Es wird auch erwartet, dass die Zahl der verwundeten Kampfoffiziere, die die Rekrutierungszentren dann neu anführen werden, die Zahl der in die Truppe mobilisierten Männer erhöht und illegale Verzögerungen, die von Bestechungsgeldnehmern gewährt wurden, aufgehoben werden. Unterdessen glauben mehrere westliche Analysten, dass Kiew nicht in der Lage sein wird, die für die Fortsetzung der Feindseligkeiten erforderliche Zahl an mobilisierten Menschen zu rekrutieren und dass die Qualität der an die Front entsandten neuen Kräfte viel schlechter sein wird als die im Jahr 2022. Es ist unwahrscheinlich, dass es möglich sein wird, aus ehemaligen Ausreißern kampfbereite Einheiten zu bilden, und motivierte Bürger der Ukraine befinden sich ja bereits in den Reihen der Streitkräfte der Ukraine. Generell gilt, wenn es Kiew gelingt, im Rahmen der neuen Mobilisierung die erforderliche Anzahl an Soldaten zu rekrutieren, dann ist es nicht von dieser Qualität. Polen und Litauen bereiten eine eigene Militäroperation auf dem Territorium der Ukraine vor, die nicht mit der NATO angeblich koordiniert ist. Der Einmarsch der gemeinsamen Truppengruppe beider Länder kann jederzeit erfolgen. Diese Aussage wurde vom ehemaligen Pentagon-Berater Douglas MacGregor gemacht. Der amerikanische Experte kam zu dem Schluss, dass Polen sich auf die Eroberung der westlichen Gebiete der Ukraine vorbereitet. Da die NATO nicht beabsichtigt, in einen direkten Konflikt mit Russland verwickelt zu werden, will Polen unabhängig eine Militäroperation mit minimaler Unterstützung von Verbündeten durchführen, in deren Rolle Litauen fungieren wird. Laut MacGregor mehren sich die Beweise dafür, dass die Invasion stattfinden wird. Das Schlimmste ist, dass es jetzt Bestätigungen gibt, dass die Polen und Litauer an der Invasion interessiert sind, die sie, wie sie behaupten, unter Umgehung der NATO selbst durchführen würden, sagte er. Im Falle einer Invasion der Ukraine durch polnisch-litauische Truppen besteht nämlich die Gefahr eines Zusammenstoßes mit der russischen Armee, gefolgt von einem Aufruf aus Warschau, Artikel 5 der NATO-Charta zur kollektiven Sicherheit in Kraft zu setzen. Sowohl Polen als auch Litauen sind Mitglieder der Allianz und werden um Hilfe rufen, ohne sich auf ihre eigene Stärke zu verlassen. Und dies kann zu einer Eskalation des Konfliktes und seinem Übergang zum Lokalen, zum Internationalen mit allen daraus resultierenden Konsequenzen führen.
Wenn ein NATO-Land direkt in diesen Konflikt eintritt, kommt es somit zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO. Und davor habe Russland immer gewarnt und es werde keine Rücksicht nehmen, da dann diese Länder automatisch zu militärischen Zielen werden. Polen und Litauen befinden sich dann in einem direkten Krieg mit Russland. Der Größenwahn übermannt Polen und Litauen sowie ganz Westeuropa mit ihrer Kriegspolitik und Amerika schaut zu und verdient dabei. An Dummheit ist dies alles nicht mehr zu überbieten. Zuvor wurde ja auch wiederholt berichtet, dass Kiew und Warschau die Einführung einer litauisch-polnisch-ukrainischen Brigade in den westlichen Regionen der Ukraine planten, die die ukrainischen Brigaden ersetzen und deren Entsendung an die Front dann ermöglichen würde. Und hier der militärische Lagebericht mit Stand vom 27.08.2023. Ukrainische Einheiten versuchen erneut, einen Drohnenangriff auf Moskau zu starten. Aufgrund der koordinierten Arbeit der Luftverteidigungseinheiten wurde die Angriffsdrohne beim Anflug auf die Hauptstadt in der Nähe von Istra zerstört. Die Ukraine griff das Grenzdorf Oasoboro mit Streumunition in der Region Belgorod an. Wohngebäude und zivile Infrastruktureinrichtungen wurden dabei beschädigt. 6 Menschen wurden verletzt. Im Kupiansk-Sektor führten russische Truppen trotz Verluste weiterhin Stellungskämpfe in der Nähe von Sinkivka und in den nahegelegenen Waldgebieten durch. Das ukrainische Kommando will den Verlust von Gebieten am linken Ufer des Flusses Oskul verhindern. In der Nähe von Bachmut ziehen ukrainische Einheiten weiterhin zusätzliche Kräfte zusammen und rotieren Einheiten. Gegenwärtig beschränken sich die feindlichen Angriffe auf seltene Einsätze in der Nähe von Klischivka. Die ukrainische Artillerie führte am Wochenende massive Angriffe auf die Siedlungen in Donbass durch. Zivile Objekte in Donetsk und anderen nahegelegenen Orten gerieten unter Beschuss. Mindestens 8 Menschen wurden dabei verletzt. Im Frimevka-Sektor hat das ukrainische Kommando die Offensivaktivitäten in der Nähe von Orschoin reduziert und bereitet sich auf neue Angriffe vor. Russische Truppen führen massive Angriffe auf feindliche Konzentrationspunkte durch und zerstören Arbeitskräfte und Ausrüstung. Im Orykiv-Sektor halten russische Einheiten trotz Verluste weiterhin ukrainische Einheiten am südlichen Stadtrand von Rabotino zurück. Dennoch gelang es den ukrainischen Einheiten unter ebenfalls erheblichen Verlusten westlich von Verbovie vorzurücken. In Richtung Cherson versuchen ukrainische Einheiten weiterhin Truppen auf Inseln im Dnieper-Flussdelta zu landen. Die feindlichen Gruppen, die mit Booten vordrangen, wurden umgehend entdeckt und vernichtet. Und zum Abschluss, die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte bombardierten die Schlangeninsel und trafen den Standort von Mitgliedern von Spezialeinheiten, die an den Angriffen auf die Krim-Halbinsel beteiligt waren. Soweit der Lagebericht. Zu viel Info, zu wenig Zeit, ein Medienüberblick am 18. September 2023. Dreist, dreister, westliche Regierungen. Ja, volle Deckung, Annalenchen hat es schon wieder getan. Im besten London Business School English hat sie mal wieder irgendwie eine, ja, fast Kriegserklärung abgegeben. Sie bezeichnete den chinesischen Staatschef Xi als Diktator und das kann sie auch, weil sie schließlich feministische Außenpolitik betreibt. Über die Diktatorenäußerung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat China die deutsche Botschafterin eingestellt. Baerbock hatte während ihres USA-Besuches in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender Fox News den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als Diktator bezeichnet. Peking wertet das als offene politische Provokation. Die deutsche Außenministerin wollte sich zu der Kritik der chinesischen Regierung nicht ausführlich äußern. Ich habe das zur Kenntnis genommen, sagte sie am Rande der UN-Woche in New York. Dass wir das als Weltgemeinschaft akzeptieren, ja, das fand ich wichtig, diesen Appell auch in den USA zu setzen. An die Chinesen. Und dort ist die Botschaft ja dann auch angekommen. Die Äußerung sei extrem absurd. Eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation kam aus dem Außenamt zurück. Und China bestellte die deutsche Botschafterin ein. Das heißt, dass sie eventuell deutsche Interessen schaden. Passt trotzdem zu Ihrer Aussage, das musste jetzt mal gesagt werden, als wirklich wichtige Entscheidung aus den USA, China zu adressieren. Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Also natürlich habe ich die Reaktion vor Ort zur Kenntnis genommen. Ja, das ist jetzt diplomatisch, das waren Sie vorher nicht. Ist das eine gute Reaktion oder eine schlechte Reaktion für Sie, für uns in Deutschland? Das ist eine Reaktion, wie meine Aussage eine Aussage war. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, immer zu sagen, man macht immer nur das eine. Und ich habe mich geäußert, wie ich mich geäußert habe. Und die Chinesen haben reagiert, wie sie reagiert haben. Und die Schamen sind da und das ist auch gut so. Ich habe dazu, glaube ich, jetzt alles gesagt. 45 Jahre alt und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Gott sei Dank wissen andere Staatschefs, also beispielsweise Putin und Xi, auch nicht, was sie mit dieser Begrifflichkeit feministische Außenpolitik anzufangen haben und tun einfach so, als hätten sie es eben nicht gehört. Einzig Maria Sacharowa erklärte, der chinesische Präsident Xi Jinping ist ein Diktator. Achtung, wer den von der deutschen Außenministerin Baerbock verlorenen Verstand findet, muss ihn der Besitzerin dringend zurückgeben. Es geht ihr jeden Tag schlechter. Ja, und diesem Suchauftrag möchte ich mich vollen Herzens anschließen und ihn auf andere Politiktäter erweitern. So zum Beispiel auf den offensichtlich verlorenen Verstand unserer Linkswoken.
meint sie. Die spricht nämlich ganz unverblümt von Demokratieerziehung. Man muss früher anfangen. Ich würde immer schon in Kindertagesstätten anfangen, Demokratieerziehung. In der Kindertagesstätte muss man schon dafür sorgen, weil man merkt doch, dass das, was von den Eltern vermittelt wird, das kommt doch bei den Kindern an. Die ausgrenzende Meinung kommt durch die Eltern und deshalb finde ich es wichtig, dass in unseren Institutionen das frühzeitig schon abgestellt wird. So Margot Horn, Entschuldigung, nein, so nennt sie. Ja, die Lufthoheit über den Kinderbetten, wie es der Olaf mal formuliert und gefordert hat. Und ja, mit Demokratie. Die hat es Frau Faeser nun auch nicht so sehr. Die Affäre Faeser erinnert nämlich allmählich an einen schlechten Mafia-Film. Und es wird höchste Zeit, diese langen, knorrigen, giftigen Linkswoken-Krallen von unseren Kindern wegzuschlagen. Denn die Auswirkungen dieses Übergriffs auf unsere Kinder sind ja deutlich zu sehen. Kein Hirn, keine Verantwortung, dafür aber eine indoktrinierte Meinung ohne Bezug zur Realität und davon ganz, ganz viel. Da ist zum einen die Antifa, die der Nancy ja bekanntlich sehr nahe steht, die Klimakleber, die auch vom Staat und anderen Organisationen finanziert werden, unter anderem ja auch von der Polizei. Und natürlich Extinction Rebellions, eine Spur härter und Fridays for Future. Und damit die auch wirklich gegen alles rebellieren können, wurden in einer Leipziger Schule alle Kinder verpflichtet, die Schule zu schwänzen und zu der Veranstaltung zu gehen. Und nicht zuletzt sind da noch zu erwähnen die verzogenen Rotzgören, die sich leicht begleitet aufgemacht haben nach Lampedusa und mit all den armen Flüchtlingen natürlich fast nur Männer tanzen und danach wahrscheinlich, ach, lassen wir das besser. Und währenddessen geraten in Stuttgart Eritrea mal wieder außer Kontrolle bei einem Eritrea-Fest, als hätte man aus Gießen nicht lernen können oder eben auch nicht wollen. Und selbstverständlich sollte man die Massenschlägerei in Lübeck nicht vergessen. Und wer das filmt oder sich wundert, die Polizei mahnt vor der weiteren Verbreitung eines Videos und fordert dazu auf, das Video vom eigenen Gerät umgehend zu löschen. Auf keinen Fall aber weiter zu verbreiten und zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. Na? Zur Begründung heißt es, wir möchten verhindern, dass unbeteiligte Personen mit einer Gewaltdarstellung konfrontiert werden, die sie nicht sehen möchten. Daher wollen wir die Verbreitung des Videos möglichst eindämmen. Ha. Und was ist mit der Fake-Berichterstattung der Mainstream-Presse? Man macht sich plötzlich Sorgen um das seelische Wohl der Menschen? Wirklich? Und bitte nicht vergessen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland betont. Der Islam, die muslimische Religion, das muslimische Leben, die muslimische Kultur haben Wurzeln geschlagen in unserem Land, sagte er am Samstag bei der Feier zum 50. Gründungsjubiläum des Verbandes der islamischen Kulturzentren in Köln. Und also bitte daran denken, das ist alles völlig in Ordnung und alles andere ist rechts- oder rechtsextremistisch. Und in diesem Fall ist es auch völlig berechtigt zu sagen, alle AfDler gehören in die Gaskammer. So geäußert von Bianca Deubel, Kandidatin für Die Linke in Linden. Und wer jetzt sagt, pah, die Linke, was hat das schon für eine Bedeutung? Die Landesverbände vor allem im Osten bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. So erklärt und gedroht von BlackRock Merz. Ja, man erinnere sich, dass es 2020 ganz normal war, dass der SWR erklärte, gelingt dem Infizierten dennoch die Flucht, darf die zuständige Behörde diesen im Rahmen des Verwaltungszwangs mit Gewalt wieder in Gewahrsam nehmen und in Quarantäne unterbringen. Als letzte Möglichkeit dürfe sogar von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden, denn die Ansteckungsgefahr für eine Vielzahl von Personen wäre so hoch, dass zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung geboten sein kann, flüchtige Patienten unschädlich zu machen. Und das bei symptomlos Erkrankten. Und für all die völlig Indoktrinierten, die offensichtlich ihren Verstand verloren haben, sie dürfen jetzt ihren Führerschein abgeben und dann kostenlos Bahn fahren. Ist das nicht toll? Gut, der Führerschein ist dann für immer weg und die Bahn? Nun ja, die ist in einem extrem schlechten Zustand und Energieprobleme haben wir auch. Aber super, wenn es dem Klima hilft. Unsere Küchenhilfe lässt sich dann auch gleich mal boden- und volksnah in der Bahn ablichten. Und sie ist ja auch so süß und hat offensichtlich Langeweile, denn ihr Lebenspartner hat sich ja mit der illegalen Migration in Lampedusa alle Hände voll zu tun. Und so twittert sie eben in ihrer Langeweile Geraldine Kellermann, der schönsten Frau der Welt, sie solle doch im Dirndl auf das Oktoberfest gehen. Ja, mach doch, Geraldine, das wird bestimmt lustig. Und damit in diesem ganzen Irrsinn keiner auf die Idee kommt, nach seinem Verstand zu suchen oder gar in Frage zu stellen, was hier so geboten wird, gibt es mal wieder ein bisschen mehr Geld. In diesem Fall für die Pensionäre, Lehrer, Polizisten und Finanzbeamte. Na also, es läuft doch. Und diese kleine Zusammenfassung war für all jene, die mit einer neuen Zukunft hadern und sich immer noch das alte Normal zurückwünschen. Das System ist nicht reparabel. Es muss fallen. Aber noch mal kurz zurück zur Nancy. Mit so viel Dreck am Stecken, dass die Umfragewerte ergeben, die Mehrheit der Bevölkerung will ihren Rücktritt. Und natürlich hat auch die kleine Nancy ein paar Problemchen mit Stellenausschreibungen und Filz. Also ablenken, ablenken, ablenken. Natürlich nehmen wir wieder Flüchtlinge auf. Also alle Augen auf Lampedusa und bitte nicht auf die griechischen Inseln, die Türkei oder Polen. Da marschieren die illegalen Migranten nämlich wirklich ins Land. Aber Lampedusa, diese Bilder. Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, dass die Männer auf der italienischen Insel alle Farbcodes tragen?
Deutlich sind leuchtend rote, grellgrüne und strahlend gelbe T-Shirts und Handtücher zu sehen und alles ist ganz sauber. Ohne Aufdruck, ohne ausgeblichen oder verwaschen zu sein, ohne Staub und Schweiß. Das erinnert irgendwie schwer an die Kotarmbänder der Flüchtlingsströme an den Südgrenzen in den USA. Und da staunt man doch nicht schlecht, weil all diese Menschen doch aus der Subsahara kommen sollen, also auf äußerst beschwerlichem Weg mal eben durch den Putschgürtel Afrikas mit seinen Militärregierungen durchmarschiert sind und dann noch den ganzen Weg bis zur Mittelmeerküste bewältigt haben, ohne ein Stückchen Staub, ohne ein Stückchen Dreck auf sich zu tragen oder wenigstens verschwitzt zu sein. Salvini warnt vor einer Kriegserklärung an Europa, als ob es die noch bräuchte. Und er beschuldigt die BRD, Non-Government-Organisationen zu bezahlen, Migranten nach Italien zu bringen. Ja, du lieber Himmel, guten Morgen, Herr Salvini, was für eine ungeheure Neuigkeit. Schon mal mit dem Lebenspartner unserer Küchenhilfe gesprochen? Der ist nämlich der Chef des steuergeldgeförderten Vereins United for Rescue. Er und natürlich die evangelische Kirche. Und erinnern wir uns an die kleine Katrin. Dieses Land wird sich drastisch ändern und ich freue mich drauf. Und apropos Putschgürtel, offenbar verzeichnet ein weiteres Land in Afrika einen Militärputsch. Dieses Mal sei es der Kongo. Und wie so oft, nichts Genaues weiß man nicht. Der Präsident des Landes verweilt gerade in New York und nimmt an der UN-Generalversammlung teil. Das Militär übernimmt die Kontrolle über wichtige Einrichtungen in der Hauptstadt. Der Kongo grenzt an die Zentralafrikanische Republik, wo es eine starke russische Präsenz gibt, berichten französische und lokale Medien. Die kongolesischen Behörden dementieren die Berichte über einen Putsch im Land. Wir werden sehen. Aber hey, erstmal schön Party machen hier bei uns. Am Samstag startete das Oktoberfest. Die Maß liegt bei 14,90 Euro. Die ersten Bierleichen liegen auch schon herum. Die Polizei ist zufrieden. Aber in nur 2 Tagen 2 Unfälle in den Achterbahnen des Festes. Leicht Verletzte und ein großer Schreck. Allerdings ist bemerkenswert, dass die großen Veranstaltungen irgendwie alle ihren Spaßcharakter verlieren. Wacken wurde zur Schlammschlacht, Konzerte werden abgebrochen oder abgesagt, Freizeitparks brennen, während die Firmenpleiten steigen und alles in sich zusammenbricht. Will man es in einem Bild beschreiben, dann schaut man einfach auf das einzige Reiterstandbild der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela. Das ist nämlich kaputt. Und es ist nicht irgendwie kaputt, sondern es liegt völlig zertrümmert am Boden. Sachen gibt's. Und sonst so? Die US-Regierung ist der Mittelsmann einer groß angelegten milliardenschweren Kinderhandelsoperation, erklärt ein Whistleblower und legt damit dar, was die Menschen ohnehin schon wissen. Und es ist und war Trump, der dem internationalen und nationalen Kinder- und Menschenhandel den Krieg erklärt hat. Und das ist auch der wahre Grund für die wahren Hexenjagden in den USA und in den westlichen Ländern durch Medien und Politik auf diesen Politiker. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy erklärte in einem Fox News Interview, Präsident Trump ist heute stärker als 2016 oder 2020. Ich habe mit Ron DeSantis gedient. Er ist in keiner Weise auf dem gleichen Niveau. Und damit schaltet er mal kurz den Konkurrenten DeSantis aus, zumal der seine Hände auch mindestens bis zum Ellenbogen im Dreck stecken hat. Ja, und der gute Joe hat sich auch mal wieder von der richtigen Seite gezeigt. Er ist in Vietnam und begrüßt die Vietnamesen mit einem Lied aus einem amerikanischen Vietnam-Kriegsfilm. Guten Abend Vietnam, guten Morgen Amerika. Ja, wer kann, der kann. Ja, nun gut, der gute Joe ist ein bisschen vergesslich. Und das mit dem Vietnamkrieg und dem Menschenhandel hat er wahrscheinlich bestimmt schon vergessen. Man weiß ja, er leidet irgendwie an Alzheimer und es muss weit fortgeschritten sein, wenn der Gute sogar seine Tätowierungen auf den Oberarmen vergisst, was Fotos deutlich zeigen. Aber Präsident, das kann der Joe auch gern nochmal 4 Jahre, auch wenn er dafür alle Unterstützung braucht, die er kriegen kann. Apropos Unterstützung, UFOs, ja, nein, man weiß es nicht. Am 21. September 1987 hielt der damalige US-Präsident Ronald Reagan eine Ansprache an die Generalversammlung der Vereinten Nationen. In unserer Besessenheit von aktuellen Gegensätzen vergessen wir oft, wie sehr alle Mitglieder der Menschheit vereint sind. Vielleicht brauchen wir eine universelle Bedrohung von außen, damit wir diese gemeinsame Bindung erkennen können. Ich denke gelegentlich, wie schnell unsere weltweiten Differenzen verschwinden würden, wenn wir einer außerirdischen Bedrohung von außerhalb dieser Welt ausgesetzt wären. Und doch frage ich Sie, ist nicht schon eine fremde Kraft unter uns? Was könnte den universellen Bestrebungen unserer Völker fremder sein als Krieg und Kriegsgefahr? Nun, auf jeden Fall hat der Direktor der CIA, Walter B. Smith, mal erklärt, dass die mit nicht identifizierten Flugobjekten verbundenen Probleme offenbar Auswirkungen auf die psychologische Kriegsführung sowie auf Geheimdienste und Operationen habe. Ich schlage also vor, dass wir in einer frühen Vorstandssitzung die mögliche offensive oder defensive Nutzung dieser Phänomene für Zwecke der psychologischen Kriegsführung diskutieren. Und das sagt er, währenddessen die NASA erklärt, dass sie in ihrer einjährigen Studie zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen, auch UFOs genannt, keine Beweise dafür gefunden hat, dass sie außerirdischen Ursprungs sind. Da weiß doch wieder die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ja, Vergesslichkeit scheint den Staatenführer-Marionetten irgendwie allen gut zu Gesicht zu stehen, also im Westen versteht sich. Heute nämlich beginnt der Prozess gegen den Ex-Warburg-Gesellschafter Olearius wegen Steuerhinterziehung in 14 Fällen mit einem Gesamtschaden von 280 Millionen Euro. Und der kleine Ola ist in der Anklage sage und schreibe 27 Mal erwähnt. All jenen, die im Internet nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, macht einen Spaziergang an der frischen Luft, um eure Gedanken zu ordnen, erklärte Ramzan Kadyrov.
Und für all jene, die ihre Gedanken schon geordnet haben, schließe ich mit einem schönen Satz. Liebe Vergangenheit, ich danke dir für all deine Lektionen. Liebe Zukunft, ich bin bereit für Neues. Wie stehst du grundsätzlich zu dieser auch neuen Zeit, in der viel diskutiert wird, was darf Kunst, was darf keine Kunst? Wie stehst du zum Gendern beispielsweise? Ach, das ist für mich alles, den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen. So wie wir im Rheinland sagen, nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich würde weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich würde weiter, lustig ist das Zigeunerleben singen, und da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut, und das habe ich wieder in den 60er Jahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht, und das soll auch so bleiben, wie es ist. Herr Habeck, ich würde ganz gerne nochmal auf den Industriestrompreis zurückkommen. Kritiker sagen, dass das eigentlich eine Scheindebatte sei, weil die EU-Kommission einer solchen Subventionierung ohnehin nicht zustimmen würde. Deswegen hätte ich von Ihnen ganz gerne eine Einschätzung. Haben Sie schon mit der EU-Kommission gesprochen? Glauben Sie, dass die EU-Kommission überhaupt zustimmen würde? Natürlich gibt es Gespräche mit der EU-Kommission, die gibt es sowieso permanent, und auch über den Industriestrompreis wurde immer wieder gesprochen. Oder eine Problematik, die ja offensichtlich ist, dass nämlich in Europa die Industrie wettbewerbsfähig produzieren muss. Also natürlich gibt es da einen fortwährenden Gesprächskanal. Und mehr ist jetzt nicht zu sagen. Heute jedenfalls nicht. Natürlich können Sie mich alles fragen. Ich meine, es gibt gar keine blöden Fragen für meine Begriffe, nicht? Nur blöde Antworten. Läuft denn die Kamera schon? Ihr Mensch, dann sagen Sie doch was. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Für mich ist Bitcoin ein trojanisches Pferd, und das wird vollständig staatlich kontrolliert sein. Jeder digitale Euro wird jeder Person direkt zuordnenbar sein. Wer hat die gerade und was macht er damit? Man kann sie verfallen lassen, man kann sagen, CO2-Abdruck, du hast so und so viele Kilotonnen CO2, die du im Monat ausgeben darfst. Wenn das, was du ausgegeben hast, das erreicht hat, dann gibst du eben gar nichts mehr aus. Oder mit jedem Steak, das du bezahlst, wird dein Fleisch, das du kaufst, so und so viel Prozent teurer. Kannst du überlegen, ob du dir noch was leisten kannst. Da geht die Reise hin. Dazu brauchen wir digitale, direkte Individuum zu ordnbare Währungen, die kommen, und dass die Mächtigen dieser Welt einfach zuschauen, wie irgendein anonymer Asiat im Hinterzimmer eine Währung zusammenschaut, und sie gucken das sich eine Weile an, und hinterher zu sagen, oh, völlig überraschend, könnten wir nicht ahnen, das ist aber blöd gelaufen, das kann man glauben, aber da kann man auch den Weihnachtsmann glauben. 81% der Bevölkerung in Deutschland ist unzufrieden mit der Politik. 81%! Jetzt habe ich mir gedacht, kannst du heute Morgen bestimmt nochmal Nachrichten gucken, wird bestimmt ein riesen Hype-Abteil draus gemacht. 81%. Ich gucke Nachrichten. Was sind die Themen? Der Zebrastreifen wird 70. Und die Corona-Zahlen, die steigen wieder. Zu empfehlen, ab dem Herbst sind wieder Masken. Alter, sag mal, jetzt, also ich glaube, ich drehe am Rad. 81% der lebenden Bevölkerung in Deutschland ist unzufrieden mit der derzeitigen Politik. Und wir diskutieren, oder unsere Medien sprechen über den Zebrastreifen, der heute 70 wird. Und übersteigende Corona-Zahlen. Also, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ernsthaft, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mir schwillt der Kamm an, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, und warum rege ich mich so auf? Also, ich habe keinen neuen Content. Nein. Mein Content sind weiterhin Balkone retten und so. Aber im ich kann es momentan einfach. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Und ich habe momentan keinen Spaß daran, irgendwelche Videos von geretteten Balkonen zu machen, weil mir das hier alles so auf den Piss geht. Ich komme nach Hause, ich bin kaputt geschafft und ich weiß nicht, wofür ich den ganzen Scheißkäse hier tue. Ich war gerade Brötchen kaufen. Brötchen. Ein Brötchen. 41 Cent. 41 Cent für ein Brötchen. Ein normales Brötchen. Jetzt essen drei meiner Kinder überwiegend Körnerbrötchen. Dafür bezahle ich 1 Euro. Ich pack es nicht mehr. Ich pack es wirklich nicht mehr. Also jetzt mal im 81%. Also das ist fast ganz Deutschland, verdammt nochmal. Also wenn ich auf meiner Arbeit 81% Scheiße machen würde, da wäre ich weg vom Fenster. Weg. Und weil da wird über nichts diskutiert. Ich habe ernsthaft darauf gehofft, dass die Medien jetzt da volle Breitseite einen raushauen, damit da mal gewisse Themen angesteuert werden. Nein, da wird einfach alles totgeschwiegen. Einfach alles totgeschwiegen. Und jetzt mal im Ernst. Leute, wo seid ihr? Wo sind denn die 81%? Wo sind die? Ja, ich weiß auch, das hier, was ich gerade mache, ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber zumindest ist es etwas. Und ja, ich gehe auf die Straße. Ey, uns geht hier alles verloren. Wir laufen voll auf dem Zahnfleisch. Jetzt passt mal auf, wenn nächstes Jahr in der Gastronomie von 7% auf 19% Mehrwertsteuer hochgegangen. Alter Vater, da können wir uns anschnallen. Dann sind wir im Arsch. Das Handwerk ist jetzt schon im Arsch. Also ich habe so viele Kollegen,
aus dem Handwerk, sei es Maurer oder Verputzer, keine Ahnung etwas. Die sind Müll, die sind im Arsch. Warum? Weil sich kein Mensch mehr Neubauten leisten kann. Niemand kann sich das mehr leisten. Die gehen alle den Bach runter. Die Frage ist, wie lange können sich die Leute noch irgendetwas leisten, irgendetwas von irgendwelchen Firmen machen zu lassen. Das Handwerk geht rapide bergab. Und jetzt kommt die Gastronomie. Wenn es ernsthaft so ist, dass es nächstes Jahr von 7% auf 19% kommt, Leute, dann ist jetzt Zappe. Dann kommt die CO2-Umlage noch für die ganzen Kraftfahrer, die LKW-Fahrer, das wird umgelegt auf alles. Leute, dann können wir uns anschnallen. Dann bezahle ich anstatt 41 Cent für Brötchen, bezahle ich nachher 60 und dann sind wir im Arsch. Dann ist es zu spät, Leute, dann ist es zu spät. Verschwörungstheoretiker. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich reg mich hier auf, ja, aber es muss irgendwie raus. Ich muss raus. Ich bin eigentlich die Mitte der Gesellschaft. Ich bin weder zu reich, noch gehöre ich eigentlich zu arm. Aber die ist weg. Ich bin arm. Obwohl ich 50 Stunden in der Woche arbeiten gehe. Ich bin arm. Ich kann meinen Kindern nichts mehr bieten. Ich kann denen nichts mehr leisten. Ich gehe arbeiten, um eine warme Bude zu haben, um was zu fressen zu haben. Für mehr reicht das nicht mehr. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Das Schweizer Parlament hat ein Verbot von Burkas und anderen Vollverschleierungen verabschiedet. Die Politik folgt damit einem Referendum vor 2 Jahren, bei dem die Schweizer knapp für ein Verbot von Burkas, Hijabs sowie Halstüchern und Skimasken gestimmt hatten. Aber Vorsicht! In Zukunft dürfen Nase, Mund und Augen in der Öffentlichkeit nicht mehr verdeckt werden. Bei Missachtung des Verbots werden bis zu 1000 Franken Geldstrafe fällig. Wer hat's erfunden? Hä? Die Schweizer. Ist cool, man. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Wer ist unser Bundeskanzler? Adolf Hitler. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 12? 100. 100? Immer davon 100 Stück auf? Wo kenne ich keine? Kennst du nicht einen einzigen? Nee, Hannover. Niedersachsen? Warte, nein, oder wo du wohnst? Deutschland ist ein Bundesland. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Weißt du, was Deutschland ist? Ja. Ein Bundesland? Weiß ich nicht. Kontinent? So, ja. Ich gehe mit zur Schule. Wie, du gehst mit zur Schule? 3 Jahre. Du gehst gar nicht mit zur Schule? Nein. Wie alt bist du jetzt? 14. Sie wurde geschmissen und jetzt hat sie keinen Platz mehr. Schwitze damit zu Hause. Ja. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, laufen viele Dinge auch wirklich richtig gut bei uns im Schulsystem. Merzeiner Radner, Badewanne. Badewanze. Wenn Peter 30.02.1993 geboren ist, wie alt ist er heutzutage? Tot. Tot? 30.02. 30.02. Wie alt ist er? 40. Ich hab's extra so laut gesagt, dass er vielleicht checken könnte. 32. Aber bei denen die ganze Zeit so einen klatschenden Affen im Kopf. Wie viele Tage hat der Februar? 29. Nein, ich weiß nicht. Hey, dann ist er 50 oder so, oder 60. Ja, er ist 30 Jahre alt. Digga, jetzt, ich bin einfach komplett verwirrt. Ich gebe echt die Hoffnung auf. Könntet übrigens hier 10.000 Euro gewinnen, ne? Nee, Lüge. Die WHO sagt nämlich ganz grundsätzlich, dass zu viel Information schädlich ist für sie. Die EU schließt sich 1:1 dieser Meinung an. Die nennen das dann Infodemie. Die WHO ist der Meinung, dass Sie, verehrte Zuschauer, zu dumm sind, aus zu vielen Informationen die richtigen Informationen zu wählen. Zitat: Was ist eine Infodemie, also laut WHO? Eine Infodemie ist eine übermäßige Menge an Informationen über ein Problem, die eine Lösungsfindung erschwert. Dies kann dazu führen, dass bei einem Gesundheitsnotfall falsche Informationen, Desinformationen und Gerüchte verbreitet werden. Infodemien können wirksame gesundheitspolitische Maßnahmen behindern und Verwirrung und Misstrauen bei den Menschen hervorrufen. Nochmal langsam. Übermäßige Mengen von Informationen erschweren Ihre Lösungsfindung. Sie sind dann, glauben die Herrschenden der EU und der WHO, nicht mehr in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, wie bei einem Kind. Ich befülle eine Schachtel mit Süßigkeiten, Lollis, Keksen und dazwischen packe ich einen Apfel.
Die armen Kinder werden zum Zuckerschock anstatt zu den Vitaminen greifen. Und das meint die EU damit. Verwirrung und Missbrauch bei ihnen ist dann die Folge. Darum nehmen ihnen die Faktenchecker diese Bürde ab und sie bekommen nur vorgefertigte, vorsortierte Informationen, die man ihnen zutraut. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen dabei geht, aber ich weiß, was ich dazu sage. Betreutes Denken. Betreutes Denken, weil wir in deren Augen nicht in der Lage sind, selbst zu urteilen, selbst zu denken, selbst zu entscheiden. Sie können es nachlesen und das ist einfach nur widerlich. Feierabend! Ich verpiss mich jetzt.